So, ich bin auf jeden Fall damit schon mal da. Leute, ich bin fast Level 70. Woo! Cool, Werbung beginnt in Kürze, steht da halt immer noch bei Twitch. Das ist super. Oh, jetzt läuft Werbung angeblich. So. Ob Hype heute kommt, keinen blassen Schimmer. Er ist auf jeden Fall schon online. Ich weiß gar nicht, funktioniert das Soundboard? Okay, es funktioniert. Leute, wir haben gestern noch so viel Scheiße geschrieben im Soundboard. Ich muss das jetzt aber sehr, sehr viel da, ja? Aber Leute, noch eins geht noch. Verpiss dich, du Hurensohn! So, das war's noch. Nee, es gibt nur einen anders, Hello there. Und dann gibt's noch das hier, Leute. Das da. Mann, wir haben gestern nur so viel Scheiße gemacht, Leute. No joke, wir haben nur Scheiße gemacht gestern. Hier, Leute. Warte. Emotional damage. Das war ein Befehl. Gern geschehen, dummer Mensch. Ich hab auch das. Helikopter, Helikopter. Und für ein bisschen Spaß haben wir indische Musik. So, das reicht dann auch für heute. Jetzt muss ich es auf Null stellen, sonst höre ich irgendwas während des Streams. Das geht doch während des Streams. Ich dachte, das ging nicht während des Streams. So. Leute, das war heute ein Scheiß da. Ich habe morgen einen Termin mit dem Steuerberater. Heute habe ich nichts gemacht. Also lange Schule. Seht ihr, da kommt schon wieder dieser Arsch. Der kommt dann immer dann, wenn der Joint ist, auch im Discord. Ich bin doch jetzt gerade schon die ganze Zeit da, Junge. Ich weiß. Junge. Ich hab den Bot so leise gemacht, niemand hört den. Hey! Was machst du hier? Ich guck mir meinen Gun runter auf. Von meiner, weg von meiner Farm hier. Ich muss erstmal hier rauskommen. Na. Schau mal, ich hab jetzt verzaubertes Equipment. Das was ich aus der, Junge, aggressiv ja auch noch. Gar nichts gemacht. In die Ecke! Los, in die Ecke! Zack, zack, in die Ecke! Nö. Ich hab gesagt, in die Ecke! Ja, okay, Digga, okay. Schämst du dich ein bisschen, Hype? Nö. Schämst du dich? Ja, ganz toll, ganz toll, ganz toll. Okay, dann hau ich ab. Gut, danke. Fick dich, du und Sohn. Ich hab's gemacht. Du hast mich nochmal gehauen. Hä, gar nicht. Bei mir schon, ich hab einen Hit noch bekommen. What? Außerdem ist meine Rüstung jetzt angeknackst. Hä, das kann nicht sein. Ich hab. Außer, das kann sein, dass ich dich vielleicht mit den Creeper gehittet hab. Das kann sein. Hyde kann heute nicht streamen, der ist heute aus. Freilich. Kann ich streamen. Wer will wieder, dass ich stream? Dummer Mensch. Ich höre halt gar keinen Sound, wenn du einen am spielst. Lars, ich könnte vielleicht streamen, das weißt du schon. Ich würde deine ganzen Zuschauer wegnehmen, Mann. Gern geschehen, dass ich kleine Streamer pushe.
Yay! Ey, hast du bei mir mal auf Twitter geguckt? Nö, ich hab dein Twitter gar nicht mal, glaube ich, abonniert. Ich hab ein Like von MikiTV bekommen. Hype kennt jetzt MikiTV nicht. Hallo Möwenscheiße. Ich hab ein Like von MikiTV bekommen. Moin Hype und Lars. Junge, warum werde ich immer als erstes genannt? Was ist hier los? Ja, ich hab schon überlegt, ob wir Hype mich aus dem Mod-Team wieder entfernen. Dicker! Also Dickreidea nennt man das, glaube ich, dann. Junge, ich hab gar nichts getan. Ich hab gar nichts. Ja, du beeinflusst halt die Community zu was Schlechtem, deswegen. Was Schlechtem? Es liegt nicht mal an dir, es liegt nur an deiner Anwesenheit. Oh, okay. Es liegt nicht mal an mir, es liegt an deiner Anwesenheit. Ich hab morgen einen Scheiß-Termin mit dem Steuerberater, wird geil. Okay, was ist das? Ach, das war die Location hier. Ey, Leute, wollt ihr eine lustige Story aus meinem Leben hören? Ich hab mir LAN-Kabel bestellt. 5 Stück. Heute rufe ich da an, ich wurde mich schon einmal vertröstet um meinen Tatum. Ich rufe da an, dann komme ich da raus und sage, ja, ich habe da was bestellt. Und die so, ja, also die LAN-Kabel kommen gar nicht mehr, die kriegen wir gar nicht mehr. Scheiße. Dummer Mensch, du wirst bald getimeoutet oder gebannt. Und zwar auch auf Minecraft. Sag mal, jetzt mal eine andere Frage, dummer Mensch, kannst du mich nicht einfach pingen, Alter? Pingen? Ah, hier, dummer Mensch, kann man doch pingen, Mann. Warum kannst du mich nicht pingen, Mann? Ping einfach mein x-hype, also meine. So, die wollen alle Hype-Mod! Die wollen alle Hype-Mod machen! Mein Gott, verstehst du nicht? Junge, ich heiß nicht Hype-Mod. Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Ich finde das wahrscheinlich lustig, alle miteinander. Auf jeden Fall, ich krieg jetzt nur ein LAN-Kabel, scheiße, wo krieg ich die anderen LAN-Kabel her? Digga. Ey, ich hab mir 4 3 Meter Kabel bestellt und jetzt krieg ich die Scheiße nicht. Jetzt krieg ich die Scheiße nicht, alles halb schuld. Ja, und das Geld weg oder was? Oder hast du Geld zurückbekommen? Nee, die Kabel haben eh nur 1,40 gekostet oder so. Naja. Das ist halt Cat 5e gewesen, das ist halt jetzt nicht mehr der neueste Standard. Ich glaube, es gibt Cat 7 oder Cat 8 mittlerweile. Aber das war scheißegal, in Deutschland kannst du Cat 5 bis zum Ende einnehmen. Naja, ich kann euch auch einfach alle bannen. Ab in der Badline. Ich könnte euch jetzt auch einfach. Junge, warum willst du eigentlich jeden bannen? Du willst immer jeden bannen. Vor allem, ihr werdet einfach alle gebannt. Ab 1. Da muss man einen Antrag stellen auf Whitelisting. Also, Hype wird nicht gewhitelistet, der wird direkt ausgeschoben. Alter Junge! Naja, wir werden wahrscheinlich vorübergehend ein Whitelisting haben. Tatsächlich habe ich mir überlegt, für eine Übergangszeit, weil ich habe eigentlich keinen Nerv und keine Zeit. Zumindest von jetzt an ungefähr bis zu den Prüfungen. Also es sind jetzt noch 7 Wochen, ein bisschen mehr als 7 Wochen. Da habe ich nicht keine Zeit, mich mit Plugins und Co. zu beschäftigen. Und deswegen werden wir für diese Zeit wahrscheinlich ein Whitelist-System einführen. Also für einen Monat ungefähr. Verständlich. Und dann schieße ich nur gegen Hype in dem Monat. Übrigens, Hype, ich bin fast Level 60. 70. Nicht so verständlich. Doch, ich habe gerade gefarmt eine halbe Stunde. Also nicht nur bei dir, sondern ich habe auch bei der Enderman-Farm gefarmt. Nee, ich meinte, dass du gegen mich schießt, ist nicht so verständlich. Doch, das ist verständlich. Das kann ich nur bestätigen. Oh Mann. Ich habe gar keinen Bock. Ey Leute, heute kam die Nachricht bei uns in der Klasse. Ey Jungs, ihr müsst mal was für den Girls Day machen. Girls Day, Digga? Der ist am Donnerstag. Ich dachte mir nur so, halt doch einfach deine Fresse. Leute, ich kann niemandem was erklären. Überhaupt nicht. Ich bin viel zu blöd dazu, irgendjemandem was beizubringen. Ich kann echt niemandem was beibringen. Ich bin da echt eine Katastrophe drin. Ich werde mich auch nie für eine Weiterbildung zum Ausbilder irgendwie engagieren dafür. Weil ich würde es einfach verkacken. Und dann kommt halt der Moment. Ja, jetzt soll ich 12- bis 16-Jährigen zeigen, was wir so machen in der Schule. Und dann war heute das Arbeitsamt
Da, das Arbeitsamt schickt eine Fotografin. Wir werden in dem Arbeitsamtkatalog aufgenommen. Könntest du das bitte lassen? Wieso? Naja, ich habe noch so OP-Recht. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Gleich kommt dir der Kick, Alter. Ich sehe es jetzt schon kommen. Oh, Junge, du hast Knockback. Was? Ich habe immer Knockback. Ich habe auch keine goldenen Karotten als Futter da. Bro, Digga. Dann wäre ich natürlich noch die besser. Pearl, die Pearl war mal wieder dezent verfehlt. Ich hab's gehört. Nein, Mann. Junge, was ist das? Schon wieder. Ich kann keine Pearls quatschen. Halb, wie ist es da unten? Was ist das, Junge? Digga, ich kauze ab, hab keinen Bock mehr. Du weißt schon, wir können auch einfach zur Seite schwimmen und dort irgendwo reingehen. Digga, was ich alles machen könnte. Außerdem wäre es scheiße, wenn du mich jetzt tötest. Ich bin bei fast Level 70, du Arsch. Denkst du, das würde mich jucken? Nee. Mich aber. Ich würde dich einfach bannen. Das ist aber wieder Lars, Alter. Bannt halt gleich ins. Wer hat gesagt, dass ich dich töten werde, Lars? Ey, aber mir ist aufgefallen, wir haben fast dasselbe Schwert beide, ne? Wir machen aber kaum Schaden beim anderen. Du hast mir maximal... Frage ist, was hast du? Fire Aspect, Knockback, Looting, Mending, Sharpness, Sweep Edge und Unbreaking. Aqua Affinity, Mending, Protection, Whispering, Unbreaking. Ja, ich glaube, in der Rüstung haben wir fast dasselbe. Ich glaube, da haben wir sogar 1:1. Du hast noch ein paar Verzauberungen mittlerweile drauf. Ich hab voll Dornen 3 alles drauf. Ich hab Aqua Affinity. Wo hast du Dornen 3 her? Getradet oder? Getradet. Ich hab Dornen 3 wieder gehabt, dann hab ich getradet. Scheiße. Pass mal auf, geh mal Helm durch. Und dann sagst du einfach besser, schlechter, okay? Du bist besser, glaube ich. Also, Helm, Aqua Affinity, Mending, Brot 4, Respiration 3, Dornen 3, Unbreaking 3. Genau, Dornen 3 habe ich überall nicht drauf. Ich werde keinen Dornen haben. Mending, Brot, Dornen 3, Unbreaking 3 halt auf die Chest. Da hast du Dornen 2. Da habe ich. Nein, gar keinen Dornen drauf. Auch auf. Ja, da habe ich wieder Dornen 3, genau gleich. Boots, was hast du auf den Boots? Mending, Protection und Unbreaking. Du hast überall Dawn 3 drauf, das fehlt mir. Ich hab da noch Feather Falling mit drauf. Ja, Deathstrider, Feather Falling, Mending, Protection, nicht. Dawn also, und Unbreaking. Du kannst ja entscheiden zwischen Icewalking oder Feather Falling. Ich glaube, ich nehme Icewalking. Ja. Nein. Geiler für mich. Nein. Frostwalker oder Deathstrider. Wasserläufer oder Frostwalker. Ich will Wasserläufer. Feather Falling kannst du üben. Aber du brauchst, wenn du zum Beispiel so wie du ins Wasser runterhüpfst, müsstest du immer eine Lilypad dabei haben. Wenn du die Lilypad als die Seerose platzierst, erst dann kannst du starten oder du musst von einem vollen Block ausarbeiten. Weißt du, ich meine? Ja, ich weiß, aber ich bin so viel am Wasser, Junge. Dann musst du immer schauen, dass du. Aber dann würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, ein paar Lilypads mitzunehmen. Dann kannst du nämlich immer auch auf dem Wasser, wenn du zum Beispiel einschimmelst oder sowas. Hallo, Lars. Ich will mich so gescufft hier mit meiner Netherite. Nein, nicht bannen. Nein, nicht sein Inventory. Was meinst du, dummer Mensch? So, meine Inf schauen und auf Rüstung und meine Tools schauen, auf welche ich noch Unbreaking brauche. Da ist Unbreaking drauf, da ist Unbreaking drauf, da kannst du kein Unbreaking drauf machen. Auf dem Helm brauchst du noch Unbreaking. Wer nennt bitte seine Werkzeuge um? Keiner, das ist einfach Verbrauch von XP, Junge. Junge, du kannst doch hier nicht einfach Wasser drauf machen, du Arsch. Wo? Hier, du hast hier einfach Wasser als runter... Als ob das runtergeflossen ist. Das war jetzt... Nein, komm, der. Ja. Mann, da waren Fackeln. Du hättest... Okay, ich hab nur eine Ender Chest hier. In diesem Haus. Ach so, hab jetzt nicht gewusst. Mann, Hype. Tut mir jetzt leid, Lars. Ich weiß noch nicht mal, was ich hier machen will. Ich habe hier immer noch taube Leere. Junge, was geht bei dir? Ich fühle mich immer so tödlich. Ja, genau. Junge, es wird schon wieder so schwer, kommt auf einen Zug ran. Nein, danke. Schau mal, da geht er wieder, Leute. Drüben. So verjagt den wildes Hype. Weißt du, was geil ist? Ich war mal auf einem Server drauf
Und er hatte halt eine Bauwelt und eine Farmwelt. Und in der Bauwelt konntest du dich gar nicht angreifen, also null Damage machen so. Und dann habe ich einen Trick rausgefunden, Junge. Lava-Eimer. Weißt du? Ja, das ist Damage. Da kriegst du so oder und das so Damage. Hat dieser Fire-Lava-Damage, Alter. Damit hast du die Leute, auch wenn du wolltest, die einfach mit Lava-Eimer killen können, Junge. Das ist so easy. Und ich so, und wie geht das bloß? Und dann, du Cheater. Das ist so, nö, Mann, das kann jeder mit Lava einmal machen. Du kannst aber auch ausstellen. Du kannst Fire ausmachen und Lava ausmachen. Ja, hat er aber nicht. Er hat bloß, bloß diesen Player-PvP, weißt du, dann hast du dich nicht laden können und so. Oder auch mit Pfeilen abschießen oder whatever. Fallschaden voll, ich glaube, Fallschaden war nicht aus. Oder doch, Fallschaden war auch aus, aber halt Lava-Damage oder Feuer-Damage war voll. Aber Leute, wenn man sowas macht, kannst du auch gleich City-Build bauen. Also da brauche ich noch nicht den anderen Scheiß machen. Ne, hat er ja eine Bauwelt als City-Welt und dann halt eine Farmwelt als. Ja, Bauwelt heißt für mich immer Vanilla und dann kannst du da überall hinbauen, wo du willst. Es ist halt das Schönere, wie hier auf der Welt. Du kannst dich überall hinbauen und dann einfach überall PvP betreiben. Dummer Mensch, ich habe keine Ultra, nur für dich zur Information. Ich habe dieselbe Ultra wie Hype, so ziemlich vom Verzauberung her. Ich glaube, er hat mir auch gesagt, was ich drauf machen sollte. Also Mending und Unbreaking ist, glaube ich, drauf, ne? Das sind die einzigen, die du auf den Lüter drauf machen kannst und was sich auch lohnen. Drauf zu machen, deswegen. Ich wäre aber irgendeine asoziale Sache. Nein, Quick Charge nicht. Ich weiß nicht mal, wieso ich den hier überhaupt stehen habe, weil das ist scheißegal, da verkaufe ich nur. Quick Charge? Quick Charge bringst du über Crossbow, was wenn du Crossbow zockst. Ich zock aber kein Crossbow. Ich zock sogar so sau wenig Bogen und ich hab's auch einen guten Bogen gefunden. Ich hab einen Crossbow mit Multishot und Quickcharge 3 halt. Ich hab mir Crossbow auch hochverzaubert, aber ich nutze ihn halt null. Halt bloß in der, Leute, wir können jetzt auch angeln gehen. Was haltet ihr von der Geschichte? Aber soll ich dir was sagen, Lars, Alter? Ich hab meine Izea letztens aufgehauen, Junge, und ich finde die so satisfying, Junge, wie ich die aufgehauen. Also, ich hab ein geiles System reingebracht wieder. Einzig, was mich triggert, warte mal, mein Lapis, das muss weg. Sieht immer noch scheiße aus. Was? Nee, ich hab gerade zwei Kisten raus. Farben. Junge! Alter. Digga, was zum... Nein! Nein, hör auf, come on, mach nicht diesen. Nein. No! Digga, oh. Digga. Leute, schreibt doch mal im Chat, wie gut ihr das findet. Kann ihr Tic-Tac-Toe spielen, ist dir das mal aufgefallen? Ja, kannst du auch, bitte nicht. Schau mal, ich fang an, ich bin die Pfeile. Na komm, Platz hier. Er blockt halt Instant Update, Idiot. Danke halt für den Sieg. Bock für den Sieg, Alter. Drei in einer Reihe. Ah, ja. Ja, gut gespielt. Deswegen musst du, eigentlich, wenn du das so an einen hast, musst du den direkt blocken, weil dann kannst du fast immer gewinnen. Da ist deine Chance auf den Sieg am höchsten. Das schon gut arbeiten können, ja. Weil die ersten sind sau irrelevant. Wenn du dann länger spielst, dann hast du Probleme. Leute, übrigens, falls sich jemand fragt, wieso die Server heute Mittag nicht funktioniert haben. Leute, ich musste die Domain refreshen. Das muss ich jeden Monat machen, weil sonst kommt ihr nicht drauf. Aber weißt du was, Lars? Was? Was keiner von euch gerade gesehen hat, was dummer Mensch, glaube ich, jetzt gerade. Warte mal. Mit dem okay. Mit dem Chester, left again. Noch besser. Was denn? Was ist los halt? Hast du meine hellblaue Stärkekiste nicht mal genauer angeschaut? Jetzt so. Oben mittig. Ja, ich muss die erstmal suchen. Ich hab's. Ja, gut. Aber ich weiß es schon von gestern. Du hast über drei Elytras gefunden. Also drei mindestens gefunden. Es sind drei Elytren drinnen. Drei Elytren. Willst du noch einen Tanz aufführen? Mach ich grad. So, bin fertig. Oh, yeah. Da haben wir jetzt schon die Geld gerade gleich wieder ran hier, Alter. Ich brauche. Das Einzige, wo sich eine Elytra lohnt, ist zum Traden später. Da kann sich eine Elytra lohnen, weil die kriegst du sicherlich sehr gut getradet, alles. Ja,
Alter, nee, Lüte kannst du richtig vertraden, Junge. Wenn ich aber welche Leute bieten, Junge, da kannst du richtig ran traden. Genau, machen wir demnächst eine so eine schöne Auktion. Aber ich könnte halt jetzt noch einfach easy nochmal ins End gehen und noch weiter Lüte sammeln, weil ich hab. Ab Client gewechselt. Nee, ab Client gewechselt. Achso. Jetzt spielt der Luna wieder Client. Wieder Luna Client. Eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Luna und Badline tun sich nicht, glaube ich, für großartig unterscheiden. Ich glaube, das ist 1:1 dasselbe ziemlich. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube es. Sind einfach beides kostenlose Minecraft so Mod-Glides, deswegen. Nein, die sind nicht wirklich Mod. Ich nehme an, das ist Texture-Pack-mäßig aufgebautes System dahinter. Also, Badline hat halt viele mit. Also, Badline und Luna spielen trotzdem ein paar mit Mods, halt FPS oder Minimap oder whatever. Ja, das mag sein, aber das Ganze wird halt hinzugefügt, glaube ich, durch so eine Art Plugin-System. So wie es halt bei Servern auch ist. Ja. Schau, Julian, du kannst halt ja auch reinkommen in den Talk. Ich weiß zwar, dass du morgen Deutsch-Abitur schreibst und das super wird, weil lernen musst du jetzt eh nicht mehr, jetzt ist eh alles gelaufen. Ist so, Digga, komm rum. Der kommt halt gleich wirklich rum, ich sehe es schon kommen. Der schreibt Hallo? Ernsthaft. Oh nee. Der schreibt halt ernsthaft morgen Deutsch-Abitur. Ja, und soll er halt rumkommen, Mann. Aber einen richtigen beschissenen Laptop und bei Luna ist halt der FPS-Boost besser. Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was der großartige Unterschied ist. Ich habe persönlich Luna noch nicht ausprobiert, aber ich spiele Minecraft auch gerade mal auf maximal 70 FPS. Also mehr als 70 gebe ich denke nicht. 75 spiele ich immer. Ich kann aber auch nicht mehr rausgehen, meine Grafikkarte will nicht mehr geben. Plus die Bildschirme auch nicht, das heißt, es lohnt sich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wenn ich meine Dings hochballer. Schauen wir mal, maximale Frame Rate Unlimited, worauf geht. 300, 400 FPS, easy. Ich spiele nicht auf 60. Achso, du. 464, 468, 470. Ja, aber gut. Du, Moment, FPS. Du spielst auch auf dem Laptop. Die meisten Laptops-Bildschirme, da kannst du nicht über 60. Da kommst du nicht über 60. Die meisten Laptops-Bildschirme sind ab 60 fertig. Du kannst eigentlich auch nur 28 FPS sehen. Danach ist es wirklich nur, ob es stark pixelig ist oder leicht pixelig. Das ist der einzige Unterschied danach. Und das macht bei diesem Spiel, glaube ich, überhaupt keinen Unterschied. Wir könnten hier auch alle mit 30 FPS spielen und wir würden halt keinen Unterschied merken. Das ist halt kein großartiger Unterschied. Das ist halt nur ein Unterschied, macht es wirklich aus, wenn du eine Grafikkarte hast. Wenn du so einen Grafikchip hast, gibt es mittlerweile auch. Die sind teilweise, also AMD hat den auf dem Mainboard und Intel hat den in der CPU drin. Die sind dann mit der CPU gepaart. Die sind halt auch, die kommen auch nicht über 60 FPS. Die sind eigentlich auch nur für Ding-Systeme, wenn die genutzt für Office-PCs. Zum Zocken würde ich mir so ein Ding niemals kaufen. Ich habe zwar eine CPU, die das macht, möchte ich anmerken, aber die CPU hat kein. Ich sitze auf ein anderes Mainboard. Das heißt, auf dem Mainboard sind keine Videoausgänge. Das heißt, ich kann keine Videoausgänge für den Mainboard nutzen. Ist auch ganz gut so. Ich habe halt eine Ryzen, keine Ahnung, schieß mich tot 5. Schieß mich durch. Aber den will ich. Also du Ehrenloser, warum musst du mich so verpetzen, Alter? Na, du musst ja nichts ausgeben. Das weißt du. Ja, aber er wird mich nerven, Mann. Außen brauche ich jemanden, der mich mit dem X berät. Ich brauche einen neuen Computer. Da kommt endlich mein Gaming-System hier richtiges hin. Mit einer krassen Grafikkarte. Wenn eh die Preise niedriger aktuell. Ich weiß noch nicht, was ich mit meinem alten PC mache. Was mache ich denn damit halt? Setz ich auf zum Minecraft-Server. Frage Hype hat noch doch keine. Hat die gerade was? Frage Hype hat doch keine. Hat die gerade in Lava geschmissen? Hä? Ich glaube, Julian ist wieder weg. Julian ist wieder weg. Aber der schreibt halt morgen echt. Ich weiß nicht, ob es cool ist oder scheiße, wenn du dir überlegst, du schreibst morgen Mathe, Deutsch-Abitur. Vor allem Deutsch zählst du diesen asozialen Abiturfächern, finde ich. So Leute, die nicht wissen, was ein Deutsch-Abitur drankommt hier in Bayern, Gerichtsanalyse und Goethe und den ganzen Scheiß, also alles so in deren Richtung. Das hat nichts mit Deutsch und brauchst du nicht, aber gut, Realschuldeutsch brauchst du auch nicht, was du gelernt hast. Ich glaube kaum. Deutsch zerfickt dich einfach. Ja, ich glaube kaum, dass ich noch ein TGA schreiben werde in meinem Leben. Zum Glück habe ich das nicht machen müssen, Digga. Hast du nie einen textgebundenen Aufsatz geschrieben? Kleine, muss man sagen.
Aber also nicht so groß, wie wir sagen, so mit einem Abbüter, sondern so ein riesen Ding, wo du so, keine Ahnung, wie weit du viel schreiben musst. Ich habe 8 Seiten geschrieben bei meiner Abschlussprüfung. Der Bruder. 8 oder 9 Seiten. Junge, nein, niemals habe ich so groß geschrieben. Ich habe auch eine sehr große Schrift und eine sehr hässliche Schrift. Und das Beste ist, die sind in den letzten 2 Jahren noch viel hässlicher geworden, seitdem ich am Computer sitze, auch beruflich. Aber da merkt man einfach, wie dieses Computer sitzt und verlernt echt einiges. Ich schreibe kaum noch mit Hand, ich brauche das auch gar nicht. Wofür? Du schreibst einfach mit Tastatur, weil du halt an der Tastatur sitzt schon. So ja. Logisch. Ah, Fick, nein, sorry, ich habe mich verklickt. Ich wollte hier, nein, da hinklicken. Schnauze. Scheiß, die sind offen. Aber ich weiß, obwohl ich glaube, mein Computer, ich weiß nicht, ob meine Schwester den mir kommt oder meine Mutter. Also. Oder mein Vater kann auch sein. Der bräuchte auch einen neuen. Wäre auch eine Option. Zumindest. Der Schaum End. Der hat den Vorgänger-PC von mir. Und der wird halt meinen dann bekommen. Mhm. Und ich kaufe mir einen neuen, aber ich kaufe mir halt dann ein richtiges Gaming-Setup. Endlich. Ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's gewusst, Junge. Was denn? Ravager Luca, whisper to you. Hast du noch eine Elytras? Eine Elytras! Schreib erstmal auf Deutsch, kriegst du eine Antwort. Also richtigen Deutsch, Mann. Eine Elytra, nicht Elytras. Home Ende. Hype, wieso gehst du Home Ende? Home End, aber okay. Ende. Ich mach das, übersetzt das ins Deutsche gleich. Auch wenn ich 3 habe, bekommst du keine Luca. Nicht einfach nur in der Konsole, nee. Nee. Ja, dummer Mensch, das Problem ist halt, ich kann halt nur aus der bayerischen Variante reden, weil ich nur Leute kenne in Bayern, die Abitur schreiben. 2 von unseren Mods schreiben jetzt Abitur, morgen Deutsch. Also einmal Julian und ich einmal nicht. Turbo Thorsten. Das war klar, du bist schon fertig. Du bist so ein Hartz-IV-Empfänger und arbeitest. Das hat zwar nichts mehr mit Hartz-IV zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Ich hab 3. Ey, Hype, du musst unbedingt mal auf Ding vorbeischauen auf Twitter. Ich habe heute Julian fertig gemacht, der war nämlich auf Twitter zwischendurch. Ja, das war auch lustig, wenn Julian auf Twitter ist. Vor allem, ich bin jetzt wieder voll in der Twitter-Blase drin, Leute. So ein Scheiß. Dafür ist heute YouTube überhaupt nichts gelaufen. Hype verkauft nur an mich. Also aus Versehen Elytren verbrennen lassen, Junge, das ist schon ein Fehler, wo du selber deine Elytren wieder reinbeschaffen darfst, Alter. Da sollte man dir eigentlich gar nicht mehr helfen, Luca. Weil das ist schon... Nee. Das ist nämlich persönlich. Ja, das scheiße, kennst du das persönlich, Mann, halt's Maul. Nicht so halb, das ist ja nicht mehr jugendfreundlich. Dann wird mein Content wieder gestrikt, weil ich nicht mehr kinderfreundlich bin. Ey, halb... Das ist auch genau der Grund dabei. Halb, hast du mal auf YouTube ein Video hochgeladen jetzt mit den neueren Versionen? Nö. Du weißt, aber du... Ich noch kein einziges Video. Weißt du, dass es jetzt auf... Du weißt, halt dass... du dein Maul. Hype, du weißt doch, dass es auf YouTube doch jetzt diese zweifache Version gibt. Es gibt einmal YouTube Kinder und einmal YouTube Normal, ne? Ja. Dann kriege ich meinen Content nicht mehr bei YouTube Kinder. Wegen dir, Hype. Das kannst du mir doch nicht antun, Junge. Ich will auch, dass kleine Kinder meinen Content konsumieren. So bist du nicht auch so. Luca, das ist mir egal, wie du bist. Du wirst keine Liter von mir abkaufen können. Halb, könnt ihr einfach bei mir eine kaufen. Halb, ich verkaufe sie dir eine. Wie teuer. Wir haben noch gestern schon drüber gesprochen, über den Preis, offline. Für eine? Ich gebe dir 30.000 für 300 Euro. War da nicht irgend sowas, haben wir da nicht irgendwas gesagt? Jetzt hat 30.000 waren es mal, Alter. Junge, weißt du, wie viele Schalkekisten das sind? Das sind nicht so, Alter, eine Schalke, warte mal, eine Schalkekiste hat 3 Slots. Du kannst aber nicht stacken, kannst du nicht stacken, oder? 19, nein, 27. Das heißt, 30.000 geteilt durch 27 wären wir bei 1111,111111 Periode Schalkerkisten, die du mir schuldest. Leute, das heißt, 1001. Junge! Was ist Leute, ihr könnt Geld zahlen, dann kriegt ihr Elytras. Geteilt durch. Warte mal. Was war das nochmal?
Was war? Ah, meine neue Geldmethode, ich verkaufe einfach. Übrigens, irgendjemand versucht sich gerade auf den Server einzuloggen, aber timed out immer. Echt, wer? Keine Ahnung, steht nur eine IP da, mehr kann ich nicht sagen. Und ich will keine IP unbedingt veröffentlichen. Aber warte mal, er versucht sich auf den Server einzuloggen und timed out immer wieder? Ja. Ja, Interhanging has pinging. Interhanging read timeout. Dummer Mensch vielleicht. Dummer Mensch darf nicht mehr einen Computer um diese Uhrzeit. Er hat gestern gesagt, er hat Computerverbot. Ich habe auch Computerverbot. Okay. Ich habe heute eine 4 rausbekommen. In Englisch. Ja, ist dummer Mensch. Unknown Host. Warum stand bei mir eigentlich Unknown Host? Das ist ziemlich einfach zu formulieren. Internet. Nee, nicht wegen Internet davor. Ihr müsst euch überlegen, ein Domain zeigt auch eine IP bei mir. Diese LASLGServerDNS.net zeigt auf eine IP-Adresse, also auf diese Zahlenreihe. Und genau die muss ich refreshen ab und zu, weil ich eine kostenlose habe. Dann muss man das immer refreshen alle 30 Monate. Also alle 30 Tage. Das wird der Vorteil sein auch beim neuen Server, da werden wir den Scheiß nicht nochmal machen. Ich kaufe mir eine Domain für 5 Euro und fertig ist. Nice. Ja, ich glaube auch nicht, dass es dummer Mensch ist. Ja, kaufen wir uns eine schöne Domain. Ich kann noch nicht sagen, welches ist, sonst tut mir die irgendjemand vor meiner Nase wegklemmen. Das wäre wirklich asozial. Ja, wer versucht sich dann einzuloggen, Leute? Ich kann es halt nicht sagen, ich hätte nur den Ping. Oder den Pin, den ich krieg. Es Ping, heißt Ping. Der hat halt zweimal hintereinander gepinkt. Auch unterschiedliche Ports, das ist immer chillig. Meine Bananen ist online, vielleicht ist es mehr, dass ich sie gerade einloggen will. Wann kommt eigentlich jetzt endlich mal die 1.20 raus? Keine Ahnung, Mann. Ja, das jeder da hat halt wieder keine Ahnung. Maya, wann datest du eigentlich deinen Server mal ab? Ja. Der ist auf die 1.19 abgedatet. Also in 1.19.4. Echt? Ich dachte, der ist immer noch auf 3. Nein, das hat der 1.19.4. Alter. Leute, was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir unseren Server zurückstufen auf die 1.3? 1.19.4 ist der. Ich rede ja von meinen. Yeah. Wäre schon geil. Wäre schon geil. Auf die 1.3? Was? Ja, auf die 1.3. Ich realisiere gerade, was du gerade von mir willst eigentlich, weil so weißt du, wie weit das da hinten geht? Hast du gar nichts, Alter. Nein, also, guck mal, Mensch, wenn du dich versuchst. Nein, wir gehen nicht auf die 1.18. Oder vielleicht der die Sache von Heim geklaut hat? Oh. Nein, der ist es nicht. Also, Leute, wenn ihr euch anmeldet auf dem Server und gebannt seid, dann kommt bei mir immer die Nachricht in der Konsole. Ist banned und dann steht ja drunter die Nachricht, die ich geschrieben habe. Das heißt, ich erkenne das, wenn jemand. Wen hast du nochmal genau gebannt, Alter? Weiß ich nicht mehr. Aber ich kann nachschauen, ich habe eine Bannlist. Komm mal bitte. Also, wir haben Ehren 1091 und Hacker-Boylord haben wir für dich gebannt. Ah, Regelverstoß. Genau. Und der andere Zerstörung bei Theo, deswegen wurde er gebannt. Regelverstoß meldet dich auf die Sie und der andere einfach verbannt, welcher Diebstahl bedacht. Ja, Griefing halt extrem. Oh. Ist nichts nachweisbar. Wir haben verdächtigt Bam weggebannt. Also Luca, wir werden nicht downgraden, das ist ja bescheuert. Ich denke auch, ich werde so bald wie möglich, wenn die 1.20 darüber ist, werden wir auf die 1.20 upgraden direkt. Vor allem die 1.20 ist wieder so eine Version, ich glaube, die könnte richtig geil werden. Dann hole ich mir erstmal ein Kamel gecheatet, weil ich will ein Kamel haben. Braucht eigentlich von jemand von euch Kakao? Ich hätte da ein bisschen was. Also so ein bisschen mehr Kakao halt. Weißt du, was das heißt? Was? Weißt du, was das heißt, Lars? Weißt du, was das heißt? Was? Was? Komm, Schalke, verpiss dich. Komm, Schalke, verziebel dich. Und Gold. Ich hab jetzt ein bisschen indische Musik angemacht. Ah, bloß Gold, Digga. Kakao ist nur gut für braunen Farbstoff und für MP. Und eine weitere Lytra. Aber Kekse sind scheiße. Ja, ich muss morgen in die Schule. Meine Fresse. Und ich habe lang morgen auch noch. I must work. Scheiße. Hallo, Max. Ich hätte das ja gerade so perfekt gepasst gerade. Ach, halt doch einfach die Klappe, Luca. Halt doch einfach die Klappe. Du wirst einfach gebannt. Für immer. Was hat er mir schon wieder geschrieben, Mann? Der muss morgen nicht in die Schule gehen, das Opfer. Ich glaube, ich werde Schule so hardcore vermissen, sobald ich arbeite, Leute. Ja, wirst du. Weil der Moment, wenn du dir überlegst,
Jetzt habe ich wie viele freie Tage? 60? Oh, shit. Sorry, 90? Shit. Aua, aua, aua. Nein, ich verbring das halbe Jahr zu Hause und wenn ich arbeiten gehe, sind es nur noch 28 Tage. Das ist gefühlt nichts verhältnismäßig, Leute. Bannchen weg. Nein, Max, wir bannen hier niemanden weg. Das ist halt der extremste Unterschied. Und ich muss mir die 28 Tage einholen. Da gibt es ja nicht sowas wie Weihnachten frei. Die Tage muss ich mir halt nehmen. Zum Beispiel Weihnachten. Wenn ich die mit der Familie verbringen will, was ich eigentlich vorhab. Oder du bist gezwungen, von deinem Arbeitgeber dort freizunehmen. Aber ich reiche gleich am Anfang des nächsten Jahres Sonderurlaub ein. Das ist super. Ich glaube, da freut sich meine Chefetage. Oh, Digga, das ist eine Festung genau neben dem Getaway, Alter. Das wär so luck für den Anfang, Alter. Der neue Bot, meinst du, der hier für Stream Elements? Imagine, Alter, du kommst Stream Elements, ich habe mich noch nicht ganz mit Stream Elements. Der Vorteil an Stream Elements habe ich heute gesehen. Also es gibt ja OBS und es gibt OBS Studio, Leute, zum Aufnehmen und Streamen. Ich habe ja OBS, also ganz normale Version, weil ich finde es einfach besser, man hat da mehr Möglichkeiten und ist freier. Ja, hallo. Und OBS Studio hat aber gewisse Vorteile und also Stream Elements ist der Gegenteil und der Bot ist besser, der bannt ja niemanden. Also bei eurer Größe brauche ich halt keinen Bot, der da unterstützt, weil ich habe meistens Hype erstmal da, das ist schon mal Punkt 1. Der könnte das auch machen, theoretisch. Und zweitens, ihr seid jetzt 6 Zuschauer, Leute. Das kann man noch zu kontrollieren alleine. Aber stellt euch vor, man hat 20 oder 100 Zuschauer ungefähr, mal Pi mal Daumen. Digga, was ist das hier gerade mit Festzungen, Alter? Da kann ich das nicht mehr kontrollieren. Und da bringen wir auch nicht, wenn alle 4 Mods da sind, Leute. Aber dann kann es halt sein, dass wir den Chat dann ausschalten. Au. Nur für Abos. In dem Zeitpunkt. Das ist halt sau asozial für euch, weil ihr seid halt alles nicht Abonnenten vom Kanal direkt. Seid nur Follower. Und das ist halt dann nicht so geil. Dann kann nur Hype schreiben. Und Julian. Die sowieso schreiben können, weil sie Mods sind. Oh, Alter, Schaben ist so. Ich bin ganz ehrlich, Leute, ich mache mir darüber aktuell keine Gedanken. Vielleicht wird das Team auch irgendwann größer. Ich kann es halt nur nicht sagen. Aktuell sind wir zu viert, weil er zu zweit mehr oder weniger, vielleicht eher so zu dritt. Also ich, Hype und Lukas sind aktuell ein bisschen aktiv. Die anderen beiden will ich aktuell gar nicht reinziehen, die Scheiße. Das liegt aber allerdings eher daran, dass die halt Abitur schreiben. Und ich will denen halt sich ans Bein pissen, sozusagen. Hype zum Beispiel kann ich für jede Scheiße begeistern, solange es ein Abend ist. Dann macht der jeden Scheiße mit, Leute. Das ist, glaube ich, bei Hype gar kein Problem. Ja. Aber ich will zum Beispiel die anderen jetzt aktuell. Apropos, Digga, abends, ich werde am Mittwoch abends Fahrstunde haben. Da werde ich nicht da sein. Ja, ja, also morgen. Nein, nächsten Mittwoch. Also. Ach so. Noch eine Woche drauf. Lukas, das ist Loster als du. Oder Steam-Guthaben auf Minecraft. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kommt. Lass mich mal das Steam-Guthaben nennen. Luca, lass einfach dich deine Sache in Lava verbrennen, danke. Sonst bekommst du von mir meine schwächeren Rüstungspieces, Alter. Der ist mit mir in der Klasse. Er ist so der technische Person, also der technische Ansprechpartner für mich. Weil der kennt sich wahrscheinlich mit mir am besten um Technik aus. Du Nuddenbengel! Ich müsste vielleicht meine Elytra ausrüsten, ich Idiot. Eins in den Chat, Leute, kommt! Jetzt alle eins rein, komm! Na, Möwen, scheiße. Digga, RIP, Alter, nicht. Champ. Bann. Möwen, scheiße. Warum hast du Möwen, scheiße? Weil ich Bock drauf hab. Oh, Digga. Lass mich doch. Was ist denn gerade los? Left the game. Hey, what the fuck? Jetzt kann er 2 Minuten über seine Dummheit nachdenken. Hast du gerade Möwenscheiße gebannt? Ja, für 2 Minuten. Warum? Der kann jetzt über seine Fehler nachdenken. Super Möwenscheiße. Da kannst du gleich nach 2 Minuten, wenn du lang genug drüber nachgedacht hast, wieder draufkommen. Was? Schau im Stream, dann weißt du, was ich meine.
Du musst nur lesen, was steht. Und ist der neue Bot besser theoretisch? Wer ist Lukas? Nein, nicht den Chat. Du musst das sehen, was bei mir auf dem Stream ist. Offen. Du musst nur die Begründung sehen. Eins im, was? Got banned by Lars for the reason wegen nicht eins im Chat. Jetzt hatten wir schon scheiße genug Zeit gehabt, nachzudenken. Das ist deine gesamte Begründung wegen nicht eins im Chat? Ja, das reicht mir aus. Ich bin hier Admin. Ich nutze. Leute, glaubt ihr, ich nutze meine OP-Rechte Digga, aus? Luca, was ist mit Luca los? Was ist mit Carsten los? Glaubt ihr, ich nutze meine OP-Rechte auf dem Minecraft-Server aus? Nein, oder Leute? Überhaupt nicht. Nein, du nicht. Und Leute, wenn ihr jetzt ja sagt, der wird gebannt. Ja. Luca, lass es mal Spaß. Lass es mal Spaß. Ich wollte jetzt auch für 2 Minuten abmannen. Lass es mal Spaß. Leute, schreibt mal 1 in den Chat, wenn ich behyped bannen soll für 2 Minuten. Digga, Alter. Also in den Twitch-Chat. Ey, wenn ich jetzt gleich irgendeine 1 in Twitch-Chat... Einen, oh, Moment. Also es muss mehr als ein sein. Es sind gerade 6 Zuschauer, es müssen mindestens von 3 Leuten eine 1 kommen. Ich sehe keine. Komisch, ich sehe keine, Mann. Tust du die Timeouts wieder von den Jungs aufheben? Okay, du, Mann, ich heb's. Du weißt schon, dass ich denen alles sehe. Ich heb schon auf. Lieber Herr Leister, da habe ich gerade einen. Verzeihen wir. Oh Gott, vor allem, sie verzeihen mir so un. Oh, Deutsch, Junge. Lieber Herr Larsen, leider habe ich gerade eigentlich Streamverzögerungen. Und deshalb habe ich das nicht gewusst. Ich dem wollte deshalb tun. Es ist mir sehr leid. Lars. Möbel, Scheiße, du bist für 2 Minuten gebannt. Halb habe ich auch für 2 Minuten gebannt. Du darfst schon wieder drauf wahrscheinlich. Potato 3. Cool, der hat jetzt nicht die Liste. Alter, Lades. Hier, schaut. Ich hatte grad Stuff am Boden liegen, Junge. Jetzt ist mein Minecraft irgendwie abgeschmiert, Alter. Wenn das die Spawn, Junge. Junge, wenn das die Spawn, Alter. Ey, dann hast du mich richtig gleich. Ich schwör bei Gott. Wenn die Scheiße die Spawn, Junge, dann lernst du mich richtig kennen, Alter. Dann komm ich auf Bamberg, Junge. Elendige. Wie war denn an, Ben? Junge, mein Geschäft ist abgestürzt, Junge. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt raufkomme. Hype aus der 6 wohl an, Ben. Ausnahmsweise halber aber nur. So, Hype wurde anbannt. Möbelscheiße, du darfst ja eh schon wieder rauf. Alter. Lass ich gerne nochmal gleich 2 Minuten bannen oder 1,5 Minuten oder whatever, aber ich möchte mein Stuff schnell aufheben vom Boden. Ja, jetzt kommen wir mal drauf, zack, zack, Junge. Aber schön, dass mein Bann dein ganzes Zeug da gemacht hat. Es ist da, okay. Wie viel kriegst du jetzt nochmal bannen? Wie viel steht hier? Ja, komm, wir bannen dich nochmal für. Hast du dein Zeug angenehm? Wir bannen dich nochmal für 1 Minute. Ja. Er schreibt. Wer ist diese Potato? Was? Ist neu. Potato-Tee? Sagt mir nichts, Alter! Der hat Oja geschrieben? Einfach gerade 5 Leute drauf, ja. Oh. Jetzt ist die Frage, wer ist Potato? Also halb Potato, Alter. Potato-Dübel. Junge, ich merke mir deinen Namen, Junge. Du bist jetzt noch für 1 Minute. 45 Sekunden noch. Aber halb das so gerne hin. 42. Du weißt schon, dass ich jetzt sehe, wenn du versuchst, dich einzuloggen. Nice. Oh nein. Weißt du was? Was? Was ist halb? Komm. Sag mir, was ist? Du hast nicht die Innenmusik ausgemacht, oder? Die Musik, doch, ich habe die Sounds ausgemacht, habe ich dir schon gesagt. Weil es ist echt nervig im Stream. Privat finde ich das lustig, ja. Ja. Privat ist das lustig. 9 Sekunden, Junge! 8 Sekunden! Ich sehe es. Okay. Okay.
Leute, ich banne jetzt übrigens jedes Mal, wenn man nicht meiner Meinung ist, für 2 Minuten. Und wenn man dann immer noch nicht meiner Meinung ist, wird man nochmal für 2 Minuten gebannt. Owner. Ja. Nein, er schreibt. Er schreibt Owner, ich schreibe nein. Wer schreibt Owner? Hier, Potato hat geschrieben Owner. Ich nein. Dir Fragezeichen Owner oder was? Nein, Mann, du bist halt nur ein Owner. Nein, ich bin nur Quatschkopf. Kein Problem, Leute. Junge, du brauchst. Deswegen sag ich, du brauchst einen Nick, Alter. Ich habe heute dein Video gesehen, Owner. Wieso kann man mich nicht einfach mit Lars ansprechen? Das wird mir halt vollkommen reichen. Ist halt echt so, Mann. Also, Hype ist nie wieder live, weil der muss jetzt arbeiten. Der geht jetzt einen Real-Life-Job nach. Ach, ja, nee, warte mal, live, ich kann live gehen, Mann. Er klaut mir mal die Zuschauer, das ist so ein Arsch. Dummer Mensch, ich geh live, Digga. Dich, Mann. Genau, verpisst euch alle wieder zu Hype. Ich muss nur mal ganz kurz meine Notiz ändern, dass man auch wieder mein, Lola ist, was geht, Albert? Ich hasse euch alle. Ich juckt auch mein ganzes Fell, Alter. Ich juckt auch mein ganzes Fell. Naja, wir sind scheiße, ich merke mir das, dummer Mensch. Du bist dann gleich erstmal perma gebannt. War gut, oder? War überzeugend, Hype, oder? Ja, war sehr, sehr überzeugend. Luca, du wirst auch perma gebannt. Das ist gut. Da habe ich schon mal 2 Leute, die ich perma bannen kann. Will sich sonst noch jemand beschweren? Nein. Dark Life gehen, bitteschön. Ja, aber hier gibt's keine Meinungsfreiheit, Luca. Luca, wir sind hier nicht mit Meinungsfreiheit. Ich habe das schon mal erzählt, wir sind in der Diktatur und ich bin der Diktator. Diktatur. Sorry. Hype ist nur sowas wie den Jungen, den ich rumschubsen kann. Ey. Finde ich nicht nett. Dummer Mensch, hallo. Dummer Mensch, du bist jetzt hier erstmal. Hype an die Einseite von Revenge und Luca. Junge, ey, ihr lasst euch alle permabannen, ihr Idioten. Ich schreibe mir demnächst noch einen Bot, der mir aus Twitch das rausziehen kann und aus Minecraft, dann werdet ihr permagebannt. Game sonst ein bisschen leiser, mach du deinen sonst leiser, Mann. Alter, ich verstehe Minecraft sonst gar nicht mehr, Junge. Da, Mann, 55, wenn du es haben willst, Master Volume. Dummer Mensch, es tut mir leid, du wirst ja auf diesem Server nie wieder spielen. Lars. Das nicht so fies sein, Mann. Oder wir nehmen einfach sein Inventar weg. Das wäre viel lustiger, glaube ich, oder? Was haltet ihr von der Idee? Keine Ahnung, Mann. Wir verlosen einfach, dummer Mensch, sein Inventar. Das wäre viel lustiger. Also für Junge, mich. Du bist ja fies. Also für mich wäre das sehr lustig. Ja, ja, Boy ist da. Wieso hast du Dragonhead? Weil ich Dragonheads hab. Ich habe auch Dragonhead. Junge, wenn ich so ein Schiff loote mit einer Lytra, nehme ich vorne an der Spitze schon einen Dragonhead mit. So, Dumm. Nee, bescheuert. So, ich sehe ja, dass hier gewisse Zuschauer abwandern, die werden alle für Perma gebannt. Die zu Hype gehen, das ist ein Permaband-Grund. Nur, dass ihr Bescheid wisst, mein Lieben. Wenn Leute zu mir gehen. Wir waren hier nur gerade beim Looten. Ich verstehe jetzt nicht. Cool, ich kann eben Sachen aus dem Inventar klauen. Ach, du lässt den armen Jungen in Ruhe. Soll ich mal ein Loch graben? Lass doch den armen Jungen in Ruhe. Dieses Lied. Ja, Mann, Alter, Immortals ist das Beste, Junge. Gott, ich schwör dir. Immortals. Hallo? Ich hatte mir Trapdoors zugebaut. Ey, eigentlich von mir sausozial. Ich bin echt der sozialste Mensch überhaupt, den ich kenne.
Was hab ich gerade überhaupt für eine YouTube-Playlist drin, Alter? Jetzt will ich sehen, wie er das macht. Macht das wie ein Profi oder ist ein Versager, Leute? Was lässt du denn schon wieder machen, Digga? Der kann, okay. du kannst hochspringen mit den scheiß Türen. Ich habe ein Loch gegraben mit ein paar Trapdoors drin und ich will sehen, ob er selbst aus dem Loch so rauskommt mit den Trapdoors. Der buddelt sich rein, ach, was für ein Versager. Das ist so wie mit Hype ist auch ein Versager, aber da ist auch ein anderer Grund ein Versager. Shut up, Junge. Was sagt derjenige, der kein Geld hat, Mann? Ja, ich habe 200 Euro vom Start bekommen, ist das nicht viel? Mach letzte Lied. Ja, Luca. Luca wird auch permanent gebannt, habe ich jetzt gemerkt. Warum? Was? Ja, alle Zuschauer, die abwandern zu dir, werden perma gebannt. Habe ich doch gesagt. Ach so, nicht ich, Digga. Okay. Und du wirst auch perma gebannt, aber ich sehe ja, dass du bei mir noch live bist. Oh, na, hallo? Ich hab bei auch einen Namen, Leute. Ich stell euch vor, ich hab einen Namen. Lukas bin wieder Creeperköpfe, ja, Mann, Alter. Warte mal. Warte mal, was? Ich könnte jetzt eigentlich Lukas schon mal bannen, oder? Ja, Mann. Alter, sind das. Das sind zwei Getaways. Warte mal. Leute, schreibt mal eins im Chat, wenn ich Luca bannen soll. Jo, schaut euch mal das an, Alter. Ist okay, Sinn. Eins. Ich weiß nicht, was er von mir will, zwei, Potato. Drei Chunks, Junge. Holy shit, einfach drei Chunks aneinander, zwei Getaways. Ich weiß jetzt nicht, was er will von mir. Ich hab kein Essen. Was dumme Mensch zeigen? Dumme Mensch, was soll ich wieder zeigen? Mit AFK. Er geht in der Nacht AFK. Ich verstehe es auch nicht. Bildschirm, was du willst. Bitte fragt mich nicht mehr, Leute, ich bin. Oh, sorry, ich bin umgetappt. Sorry, ja. Sehen wir uns. Hab ich das auf die Taste? Ja, ich hab's auf die Taste gelegt, upsi. Weil ich nämlich vorhin gerade meinen Stern geschrieben habe, deswegen hab ich das umgetippt. Gut, dann weiß ich, wenn ich das nächste Mal auf dem Server werde, erstmal gebannt wird für mehrere Stunden. Digga, ja, du bist so fies, Alter. Strafe muss sein. Lass bauen. Kannst Luca ausrichten? Er wird erstmal perma gebannt jetzt. Guck mal, du bist Savanne. Savanne. Was hier hinten in die Richtung? Oder ich hab noch eine viel bessere Idee, Hype. I found him. Hype, ich hab noch eine viel bessere Idee. Die werden alle nicht gewitelistet, das für den neuen Server. Kannst du auch machen. Ist viel lustiger, dann muss ich mir gar nicht die Mühe geben mit dem Bann. Das kannst du auch machen, ja. Dann muss ich mir gar nicht die Mühe geben. Lass, wie ist denn das? Kann ich den neuen Spieler einfach voll dir geben gleich? Also theoretisch kannst du das schon machen. Wenn du das möchtest. Geh mal runter. So, dann weiß ich. Geh mal runter auf Eisengrip. Also ich weiß. Dieses Lied, Luca, feiert dieses Lied gerade richtig, Alter. Holy shit. Also weiß ich schon mal, wer jetzt alles gebannt wird, wer alles nicht gewitelistet wird. Das schreibe ich mir gleich auf. Jetzt lass mich aber die Playlist mal einfach mal durchlaufen. Ich habe keinen Bock, Immortals nochmal zu hören. Google es dir selber, Immortals, wenn du es hören willst, Alter. Imagine Dragons, wenn du es wissen willst. Ui, halb benutzt diese Musik. Ich höre einfach YouTube durch, Junge, das hat keine Menschen gefühlt. Ja, das mache ich ja nicht. Ich lade ihr Spiel auf YouTube hoch und ich krieg sonst Copyright-Stress. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Ja, ich nicht. Ich stream halt bloß. Und dann nicht hoch. Ja, du kriegst halt deine Streams dann aber auch nicht später. Bleiben ja nicht online, weil du auch gegen Copyright verstößt. Hab ich auch nicht vor, dass ich die online stelle. Während des Streams, solange du damit keinen gewerblichen Umsatz machst, darfst du die ja nutzen. Auch mit Copyright. Also gibt's ja auch kein Copyright eigentlich dazu. Ja, weil du damit ja keinen Gewinn erzielst. Ist so. Wenn ich einfach bloß so hochlade aus Langeweile und so Bullshit. Dann kriegst du Stress. Ja, deswegen mache ich jetzt nicht. Ich spiele einfach bloß, dass ich
Stream ist, glaube ich, erlaubt irgendwie mit Copyright. Ich stream einfach, nur, dass ich ein paar Leute unterhalte. Deswegen. Ja. Bist ja auch schon so eine Clowns Figur. Ja, warum musst du immer so fies sein, Mann? Klaus mir immer meine ganzen Zuschauer. Aber ich stell mal die Farbe. Ich mach mir da keine Sorgen mehr bald, weil die sind eh nicht gewitelistet auf dem neuen Server. Warte mal, hast du Badline? Weil bei mir ist es zum Beispiel eine Badline Mod. Wenn du bei Badline auf Mods gehst, habe ich. Warte. Schaut mal, ich habe einen Diamanten für euch gefunden. Die Hit Color. Siehst du, wenn du bei Mods gehst, aber. Dann hast und du die Hit Color. Und da kannst du die Hit-Color anmachen und dann farblich auswählen, was du haben möchtest für einen Hit-Color. Jetzt ist der Diamond nicht mehr da. Mein Gott, ihr habt euch den ganzen Diamond-Block verpennt. Ihr Arm. Das Diamond-Block? Ja, ich hab den gerade gefunden. Den hab ich irgendwann mal da versteckt. Weiße Diamonds. Ich auch. Aber ich kaufe mir die immer, aber ich verkaufe dafür immer andere Sachen. Da fliegt so ein komisches rotes Wesen, Mann. Scheiße! Was, du fielst aus der Welt? Wie kann denn das sein, halt? Du Elendicher! Du Elendicher! Wie kann das denn sein? Du Elendicher! Du bist so ein Elendicher! Halt, wie kann man aus der Welt fliegen? Hast du ein Loch in den Bedrock gesprengt? Alter, dass du das so immer nutzt! Alter, mein Herz, Alter! Junge, mein Herz! Halt, hast du vielleicht, ja, hast du vielleicht ein Loch im Bedrock gemacht? Ja, weißt du, Alter. Natürlich ich frage mich, das ist doch ein Glitch, oder? Das mit dem Loch im Bedrock, oder? Theoretisch? Ja, es ist jetzt eigentlich besorgen. Hype, soll ich nochmal abschicken? Kann man eine Zeit hinterschreiben? Das würde mich jetzt interessieren. Will? Nein. Ob ich eine Zeit hinschreiben kann, ab wann er dich töten soll, nach wie viel Sekunden oder Minuten? Nein, Slash Kill ist ein Slash Kill. Kill macht Boom instant. Ja, aber das ist ja scheiße. Du kannst mit Without noch arbeiten. Warte mal, ich kann mal ausprobieren. Okay, Ecke in der Klammer auf. Kann man Time angeben? Time ist gleich 100. Okay, das geht nicht. Wie habe ich das denn mit den anderen Commands-Blocks gemacht? Luca, du spammst irgendeinen Scheiß bei mir gerade im Chat, habe ich das Gefühl, oder? Du kannst ihn ja auch einfach timeouten. Was ist das für ein Scheiß? Da muss man echt mal den Command-Block machen. Das spammt irgendeinen Head einfach rein, Alter. Alles klar. Time. Frame Distance. Da steht die Distanz drin. Typ. Kann man nicht Time schreiben? Ich dachte, es gäbe auch einen Time-Killer. Dass man eine Zeit reinschreiben kann. Das ist nämlich viel lustiger, weil du weißt dann nicht mehr genau, wann du es abgeschickt hast und du stirbst einfach. Halt an die 2 jetzt vor allem, okay, alles klar, Digga. Ja. Halb wird auch hier in die Nummer 1 kommen, der wird halt immer irgendwo bei 370 so sein wie ich auch. Weil wir beides Versager sind. Digga, wie lange steht diese Potato noch im AFK, Junge? Wie lange sie halt chillen will. Oh. Ich will ein bisschen kiffen, Leute. Aber das ist auch heute das Einzige. Denkst du, es ist fies, wenn ich jetzt Lava ihm platziere, weil er nicht voll aus Cobblestone gebaut. Wie war's, Hype? Wenn das hat. Verpiss dich, du Hurensohn. Ich habe noch einen Kinderriegel. Cool. Den esse ich jetzt. Schön, ich hab Chips. Halt doch einfach deine Fresse. Hä, warum? Ich hab doch bloß gesagt, dass ich Chips habe, hä? Ich hab auch Chips, aber nicht die Chips, sondern die Poker-Chips. Poker-Chips? Mhm. Es gab eine Zeit, da habe ich Poker gespielt, extremst. Ey, dummer Mensch, Bunny. Luca, was willst du jetzt? Lass dummer Mensch schreiben, was er will, Alter. Wenn der dummer Mensch schreibt, halb an die 2, ist halt halb an die 2 und geschrieben und. Hä? Der dummer Mensch möchte nicht gebannt werden, nachdem er so viel Spielzeit und so viele Tote hier hat. Vor allem die Tote, Mann. Ach, Digga, du Wichser. Hat sich wieder bei mir, hast du wieder gedacht, da klopft jemand bei dir? Alter, das.
Ja, Luca, was ist mit Hype? Luca, was gibt's? Alter, Junge, hör doch mal auf. Ja. Ja, gut, Luca, es war ein Spaß, und ich hab ihn auch nicht gebannt. Ja, er schreibt gerade einfach bloß nicht mehr. Ich hab ihn nicht gebannt, Junge. Mir ist es scheißegal, die werden eh alle gebannt. Ja, Luca, ich hab mich auch so schon beim Klopfen. Das ist ein Scheiß-Sound, Alter. Leute, wir verlosen übrigens Lukas Haus und Hype und von dummer Mensch das Haus. Wer Bock drauf hat, schaltet ein, das wird demnächst verlost. Von wessen Haus? Luca und, einem dummer Mensch, weil die werden ja nicht gewaltlistet bei dem neuen Server. Du bist aber verfies, das ist schon böse, Alter. Mann, okay. Lars, können wir uns darauf einigen, dass wir dieses Klopfen bitte lassen, Alter? Hype, war das nicht viel besser? Das war ein Befehl! Alter! Nee, ganz sicher nicht. Was denn, meinst du? Mit wem redet Möwen Scheiße gerade überhaupt? Ich weiß auch nicht, mit wem. Möwen Scheiße, ich muss mich erstmal hinsetzen, da gerade ein bisschen. Das ist kein Plan, Alter, Möwen Scheiße. Mit wem redest du gerade? Ey, Luca! Wer soll was für ein Lied geben, so, hä? Der hat gut gepasst, oder? General Grump. Hype, vergiss nicht. Mit wem schreibt das, Junge? Hype, du musst kurz ruhig sein. Sei mal kurz ruhig. War jetzt schon passend. Schau, Potato ist wieder da. Chill. Leute. Aber ich bin jetzt dafür gleich weg, weil ich habe jetzt endlich Urlaub. Also ich gehe mir jetzt erstmal einen richtig hinter die Binde kippen, weil ich bin ja schwerst Alkoholiker in meiner Freizeit. Stimmt, das Wochenende kommt auch, da kommt dann Hype zu mir. Dann gehen wir mit dem Hype aufs Volksfest bei mir um die Ecke, weil ich bin zu faul, rauszugehen. Ja, das ist noch ein bisschen hin. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, Mann. Warte mal, hold up. Da kommst du. Du musst auch nur Samstag kommen, der Rest ist eh saulangweilig. Weißt du, wann Anna-Kerber ist? Also Anna-Kerch war die große in Forchheim. Kein Plan, Mann. Keine Ahnung, irgendwann im Sommer. Und wir haben bei uns um die Ecke auch eine Anna-Kirche. Da gehe ich jedes Jahr hin zum Trinken. Das ist das ein Wochenende, also drei Tage. Freitag ist langweilig und Sonntag kommt immer nur Blasmusik, aber Samstag ist eigentlich ganz cool. Also wenn du Bock hast, wenn es dann soweit ist. Ich weiß nicht, wann es ist. Das erfahre ich dann irgendwie kurz vor knapp, wenn die aufbauen. Das ist super. Lars, da will jemand was von dir. Ich will auch immer Geld. Soll ich jetzt Ja schreiben? Ja, wahrscheinlich. Da kommt dann der Hype nach Bamberg, Leute. Da machen wir ein Fan-Treffen. Luca, ich gebe keine Lytra raus. Das ist ein OP-Item. Es gibt keine OP-Item. Warte mal, hier wird keine Base gezeigt. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 5 Lytra, okay. Wir können uns anscheinend auf aktuell bringen, Mann. Digga, der war gerade so kurz vor dem Tod, Alter. Ich find's einfach nicht cool, Leute. Deswegen lade ich nie jemanden, nur Hype darf kommen. Bei Hype wohnt auf dem Nachbarberg sozusagen Hype. Da ist eine OP-Kiste versteckt. Irgendwo. Hype, warum machst du eigentlich die Schatzplan dazu? Den hätte ich nämlich dann ganz gern. Weil falls Hype stirbt, möchte ich, dass ich dann Hype erbe. Also ich erbe dann Hype. Ich erbe Hype. Was? Doch, das ist richtig. Ich krieg nämlich dann einen ganzen Stuff, der wahrscheinlich gerne. Was lachst du gerade? Ja. Ich bin nicht reich, Leute. Ich brauche einen Steuerberater. Das sagt wieder alles drüber aus, ob ich reich bin oder nicht. Ich gebe jetzt erstmal richtig viel Geld aus für einen Steuerberater wahrscheinlich. 6 Eisenrechte. So, und wen soll ich von euch drei bannen? Ene, Mene, Mu und raus bis
bist du. Oh, Möwenscheiße. Sorry, du hast verloren. Du bist gebannt. Oh, shit. Wer hat dir eigentlich dieses scheiß Horn? Warte mal. Das wird erstmal weggenommen. Der Möwenscheiße hat das Horn. Ich hab's gesehen. Ja, Möwenscheiße hat das Horn. Hast du die Adventure Mode gesetzt? Nee, nö. Achso. Schau mal, ich kann die alle hauen. Nee, ich will das Zinghorn behalten. Ich will das Zinghorn ganz behalten. Weißt du aber, wie so schwer so ein Horn ist, Alter, ranzubekommen, Mann? Ja, das ist so wie mit den Skallenköpfen wahrscheinlich, nehme ich mal an. Wenn du kein Looting 3 drauf hast und du musst erstmal eine Ziege finden. Du musst eine Ziege haben, die gegen einen Block rennt und dann den Horn droppt. Und dann muss es noch das Richtige sozusagen sein. Ich hab gerade wegen sehr stark gezuckt, Alter, mein Elytra-Flug, weil da vor allem der Berg war. Man mögt das ja mit dem Totem einfach, Junge. Wie OP willst du angesetzt sein? Ja, vor allem. Der Typ stirbt. Junge, der hat fei alles, Möwenscheiß. Hast du mal gesehen, was der für ein Inventar hat? Wen meinst du gerade, was? Möwenscheiße. Hast du sein Inventar mal gesehen? Luke fragt mich, ob sich eine Elite für 32 Tiere lohnt. Oh, sorry, da geht ja gar nichts. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches Horn er hatte. Ich glaube, er hat aber eins der ersten. Nein, das hat er nicht. So. Ich würde die Top mindestens für den Stack die erste verkaufen, Junge. Jetzt lohnt sich das null. Gerade runtergesprungen, wie ich geschlagen habe, Junge. Ja, besser ist es. So, Leute, ich mache dann hier mal den Stream aus bei mir. Ich gehe jetzt pennen. Oder so. Ich gehe jetzt erstmal eine durchqualmen. Ey, ich stand heute wieder kurz vor, davor mir wieder eine E-Zigarette zu kaufen, ich Idiot. Höchste Zeit, wieder anfangen zu rauchen und die Lunge kaputt zu machen, Leute. Merkt euch das. Ist sehr gesund. Also Leute, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut da rein und tschüss.